beide Ideen, die diese Republik Freies Wendland geprägt haben. Also die Idee, dass die Bürger sich organisieren müssen und Protest und Widerstand leisten müssen gegen diese wahnsinnsgefährliche Atomenergie. Diese Idee, aber auch die Idee vom anderen Leben, vom guten Leben, ja, sind eben Ideen, die bis heute ihre Kraft nicht verloren haben. Also in der Erinnerung, das ist schon eigentlich irre gewesen, dass so viele Leute sich überhaupt bereit gefunden haben, damals so eine Aktion zu machen. Also so viele Leute gehen da auf einen Platz, der aus nichts bestand, außer aus verbranntem Wald, ja, und bauen aus dem Nichts mit den einfachsten Mitteln sich da so ein kleines Dorf auf. Also das ist ja so, dass man einerseits, wenn man sich da daran erinnert und sich die Bilder wieder anguckt, dass man ein bisschen schmunzelt und auch manchmal das komisch findet. Aber das war schon was Besonderes. Also das ist nicht normal, dass Leute unter solchen Bedingungen 4 Wochen lang zusammenkommen und leben. Weil also auf der Komfortebene war das ja weniger als ein normales Jugendzeltlager auf Sylt. Es gab dann irgendwann eine Solardusche mit warmem Wasser und es gab irgendwann überhaupt fließendes Wasser. Aber also das Ganze war eine ziemlich dreckige Angelegenheit, weil es eben in diesem abgebrannten Wald stattgefunden hat. Und was auch wirklich sehr, sehr ungewöhnlich war, war, dass diese völlig ausgefriekte Aktion, also man muss sich die Bilder ja nur angucken, das waren ja auch nun wiederum keine Durchschnittsbürger, die sich da am Anfang in ihre Hütten gesetzt haben und die Zeit da auf dem Platz verbracht haben. Und mit diesen Leuten, ja, hat es dann doch unglaublich viel Solidarisierung gegeben. Die Sympathien für diese Republik Freies Wendland, die sind ja nach wenigen Berichten über dieses Dorf in die Höhe geschnellt. Wir hatten ja dann richtig an den Wochenenden so Butterfahrten von Busunternehmen, die in die Republik Freies Wendland führten und Leute, die das unbedingt sehen wollten, die das auf keinen Fall verpassen wollten. Und gerade diese Sympathisierung auf der einen Seite, die hat ja dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass irgendwann der Staat, die Landesregierung, die Bundesregierung gesagt haben, dem muss jetzt ein Ende gemacht werden. Es hat wahrscheinlich diese große Sympathie, die es dafür gab, hat dann auch dazu geführt, dass man so hart auf die Räumung gesetzt hat. Die wichtigste Idee, die hinter dieser Republik Freies Wendland als Widerstandsmittel gegen die Bohrungen steckte, war eigentlich, dass wir da sein wollten auf diesem Tiefbohrgelände, bevor überhaupt Bohrfahrzeuge, Bohrarbeiter und dann auch immer die entsprechende Polizei da sein würde. Also wir wollten das Gelände in Besitz nehmen, bevor es die anderen in Besitz nehmen konnten. Und gleichzeitig wollten wir da eine Aktion machen, die alle unsere guten Ideen zeigen sollten. Also wir wollten vorstellen, was das heißt, Gorleben soll leben. Ja, wir wollten das gute Leben gegen diese Bedrohung von außen, die für uns hinter den Ideen der Atomindustrie steckte, wollten das gute Leben zeigen. Und ich glaube auch, dass das die Idee war, die dann tatsächlich das Ganze so vital gemacht hat. Also dass es nicht nur die Ablehnung der Tiefbohrungen und der Atomindustriepläne war, sondern dass tatsächlich auf diesem über dem Salzstock da im abgebrannten Gorlebener Wald, dass da viele Leute zusammengekommen sind, die Idee von einem anderen Leben hatten, die Idee von einem Leben, das nicht auf immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter zielt, sondern
Also damals hatte ja schon die Idee, weniger ist mehr, small is beautiful und alles, was mit Bescheidenheit und nicht mit Habgier zu tun hatte, hatte ja Konjunktur. Und ich glaube, dass die Sympathien, die in den 4 Wochen der Freien Republik Wendland da rund um dieses Dorf gewachsen sind, dass das wirklich auch mit dieser Idee zu tun hat. Es hat auch, glaube ich, wirklich sowas gegeben, wie dass so ein Funken übergesprungen ist. Die Frage, wie wir leben wollen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, worauf man verzichten kann, was allerdings Lebensqualität auf der anderen Seite dann ausmacht. Diese Idee gegen das, was fremdbestimmt oder von außen bestimmt gesetzt ist, zu verwirklichen, das ist, glaube ich, etwas, was also neben den ganzen Debatten auf dem Platz über Atomindustrie und Polizeieinsätze und Gewaltfreiheit, was damals wirklich schon auch den Zusammenhalt dieser Gruppe da ausgemacht hat. Also was in diesen 4 Wochen, glaube ich, entschieden worden ist, das waren auf jeden Fall die Formen des Protestes hier in Lüchow-Dannenberg. Also dass wir uns auch mit denjenigen, die nicht aus der Region stammten, die von auswärts gekommen sind, um uns zu unterstützen, geeinigt haben darauf, dass dieser Protest hier in Lüchow-Dannenberg, dass der gewaltfrei sein sollte, gewaltlos sein sollte, dass wir gegen diese Übermacht, von der wir ja wussten, dass sie uns drohte, vom Moment der Besetzung angefangen, vom ersten Moment der Besetzung an, wussten wir, es würde diese Räumung geben, und wir wussten eigentlich auch, dass es dazu einen gigantischen Polizeieinsatz brauchen würde. Und es hat sich trotzdem diese Verständigung dann gefestigt, dass wir auch einer Übermacht von Polizei nur mit gewaltlosen Mitteln entgegentreten würde. Wir wollen keine Polizisten. Wir wollen keine Staatsgewalt. Also sein, zufällig zu sein, der Staat wird eintreten müssen. Wir möchten das lieber nicht, als würde es also vorzeitig sagen, wenn ihr euer Unrecht aufgeht. Wir möchten die Träumer und die Pfadfinder von den anderen frühzeitig trennen. Das geht nicht mit Gewalt, man kann nur an ihr Erkenntnisbewusstsein appellieren. Auf der anderen Seite möchten wir, dass unsere Leitmögliche von vornherein tun, dass nicht zu einem späteren Zeitpunkt uns vorgeworfen wird, wir hätten da auch nicht vorzeitig hingewiesen. Und nun sei der Polizeistaat in all seiner Härte und in seiner Macht eingetreten. Ich glaube, wir warten einen halben Schüler und zu lange. Also ich hatte kein Bild von diesem Polizeieinsatz, bevor er sich dann ereignet hat. Aber ich hatte während der ganzen Zeit auch Furcht vor so einer Situation. Also mir war schon klar, dass das nicht toleriert werden würde, dass diese Räumung passieren würde. Ich konnte mir nur nie vorstellen, wie weit der Staat gehen würde. Also dass tatsächlich dann dieser Polizeieinsatz so im Grunde das Bild dieser bürgerkriegsähnlichen Situation angenommen hat. Dass da tatsächlich die Polizisten mit großen Transporthubschraubern einfliegen würden, dass die sich die Gesichter schwärzen würden, damit wir noch mehr Angst haben würden, dass sie dann alle ihre Panzerfahrzeuge und technischen Mittel, die sie überhaupt verfügbar hatten bei der deutschen Polizei, dass sie die einsetzen würden, das war uns vorher nicht klar. Und da würde ich eben von heute sagen, dass das so eine Situation war, in der sie wirklich noch mal versucht haben, uns ganz grundsätzlich einzuschüchtern. Die Bilder, die für mich geblieben sind, und das ist eben das Traurige dabei, ja, das sind tatsächlich die Bilder von der Räumung. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich mich ja sehr verantwortlich gefühlt habe für die Menschen, die sich da alle auf dem Platz versammelt haben.
Ich gehörte ja sehr stark zu denjenigen, die auch gesagt haben, es macht überhaupt gar keinen Sinn, mit Gewalt auf diese Übermacht zu reagieren, sondern ich habe diese Gewaltlosigkeit ganz offensiv mit vertreten. Und ich hatte in dieser Situation dann auch als eine von denen, die da am Lautsprecher standen, ich hatte schon auch Angst, dass irgendjemandem da was passiert. Und das ist schade, ja, dass von so einer schönen Zeit dann diese Räumung als dominantes Bild bleibt. Es gab aber dann auch wiederum in dieser Räumung so einzelne Situationen mit Bildern, die was anderes zurückgelassen haben. Also zum Beispiel stand ja diese Schiffsschaukel, ja, die stand ja doch noch unheimlich lange mit den Leuten, die sich da draufgesetzt hatten, auch als der Polizeieinsatz schon lief zur Räumung. Und das ist eben doch eins dieser Bilder, die überdauern, ja, genauso wie eben die Kraft der Menschen, die sich da diese ganze Aktion zugetraut haben, wie diese Kraft auch überdauert. Oder auch dieses Bild von dem einstürzenden Turm, ja, als er dann abgesägt wurde. Das ist ein trauriges Bild, aber in der ganzen Traurigkeit bleibt dann doch die Idee, wenn man sich auch die Bilder heute im Film nochmal anguckt, es bleibt diese Idee, dass man den zwar fällen kann und trotzdem nicht die Idee erledigt, die Leute hatten, die den Turm gebaut haben. Hast du da eine Wut, wenn du das siehst hier? Nee, ich glaube nicht, obwohl es mich auch wundert, dass es keine Wut ist. Es ist mehr sowas. Irgendwie so eine Angst, dass wir es doch nicht schaffen, das zu verhindern. Also heute würde ich sagen, das ist zwar der Versuch gewesen, mit der Räumung von 1004 dieser Republik Freies Wendland durch diese Übermacht von Polizei wirklich eine Einschüchterung zu erreichen und dafür zu sorgen, dass diese friedlichen, aber eben doch auch irgendwie radikalen Proteste aufhören sollten. Das ist eben nicht geglückt. Was aber geblieben ist von dieser Situation ist, dass immer wieder hier in Lüchow-Dannenberg alles, was für die Gorlebener Anlagen nötig war, nur möglich wurde mit riesigen Polizeieinsätzen. Es war hier nie möglich, irgendwas zu erreichen, ohne solche gigantischen und unverhältnismäßigen und eigentlich nicht zu rechtfertigen Polizeieinsätze. Das hat mit der Räumung von 1004 angefangen und das ist heute, 30 Jahre später, immer noch so. Kein Castortransport würde jemals das Zwischenlager Gorleben erreichen, wenn nicht diese übermächtigen Polizeieinsätze den begleiten würden. In den Anlagen, in den Armen. Achtung, hier spricht die Polizei. Meine Damen und Herren, ich darf Sie freundlich auffordern, den Platz in Richtung auf die Durchlassstelle, den Platz in Richtung auf die Durchlassstelle freiwillig zu verlassen. Die Durchlassstelle liegt in Richtung auf das Bierzelt. Wir geben Ihnen 10 Minuten Zeit, den Platz freiwillig zu verlassen. Ich wiederhole, wir geben Ihnen 10 Minuten Zeit, den Platz.